Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir haben jetzt doch schon Samstagnachmittag. Ich hatte dann leider nachts doch keine Zeit mehr. Das heißt, wir haben jetzt noch einige Spiele vor uns, 24. Also mein Ziel ist es eigentlich, mir heute am Samstag ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und zu versuchen, da meine 14 Spiele zu schaffen, dass ich am Sonntag nur noch 10 habe. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ich wäre natürlich nicht jetzt dann total demotiviert oder mit schlechtem Mindset irgendwie spielen. Also wenn es nicht mehr anders geht, dann ja, lasse ich mir halt wieder den Rest für Sonntag und muss dann halt einfach Sonntag alles durchziehen. Aber mein Ziel ist es schon jetzt, wie gesagt, zu versuchen, die 14 Spiele am Samstag zu schaffen. Ein bisschen Zeit habe ich dafür. Okay, gutes Team. Jetzt, ja, jetzt kann ich das allerbeste Hybrid, was ich hier gesehen habe, aber natürlich nicht schlecht mit dem 91er Squad Building Challenge, den 286er Inform. Aber ich denke, unser Team ist auch nicht. Ich bin auf meine 296er gespannt. Sehr, sehr gespannt. Aber wichtig ist, konzentriert spielen, nicht aufregen, wenn ich dann doch mal eins noch hinten liege. Beißen, bissig sein, unangenehm sein im Spiel, wenige Fehler nach vorn machen. Und dann sollte das was werden. Er hat Banega im Team, wo wir die Inform gezogen haben. Interessant. So. Oh, das sah doch gar nicht schlecht aus. Vielleicht hätte ich noch mal einen Schritt gehen sollen, um halt mehr Ballkontrolle zu bekommen. Kann natürlich sein, dass er jetzt irgendwas austauscht, irgendeinen Spieler oder irgendwas umstellt. Die Baller in die Higuain. Aber die Baller war, glaube ich, normal, aber da ist das so auch schon 85er. Inform, Ibozi und ein Zonzi. Und halt noch ein Hybrid mit Premier League, Kanté, Walker, Koscielny, Loris, Ramos, Marcelo, okay. Guter Außenverteidiger. Ja, hat gewechselt. Isco für Banega. Ah, okay. Also war Banega bloß für den Link zum Sturm. Sehr gut gemacht von Aspili. Scheiße. Aber wenigstens ein schlechter Pass von ihm. Ich wollte halt erst noch einen Schritt gehen und dann wollte ich erst. Ich wollte erst einen Schritt gehen und dann flanken. Dann wäre die auch besser gekommen, die Flanke. So war sie halt Rotz. Sehr gut. Von Reed. So, Arnaud habe ich mit ein bisschen Platz. Schöner Pass auf De Bruyne. Dann aber leider. Ach, hätte ich vielleicht direkt schießen sollen. Den Ball hätte auch Schmeichel holen können, aber egal, hat auch so geklappt. Ach, dumm von mir, dummer Pass. Richtig dummer Pass. Haben wir eigentlich rausgeholt? Schade. Sehr gut gemacht von Reed. Sich gar nicht beeindrucken lassen von dem Berberspin. Schön gemacht von De Bruyne. Ärgerlich, aber man, wir kommen nicht in Bayern.
Schön gemacht von Coleman. Wenn Teke einfach mal einen Schritt entgegengehen, dann haben wir den Ball. Schön gemacht von Ghana, das ist glaube ich Gouye, unser neuer Sechser. Mist. Schön gemacht von Smalling. Oh, schwach. Ich dachte, jetzt sind wir schön durch. Chan. Verdammt. Hätte wieder eher was machen müssen. Getunnelt. Gut gemacht von Gouye. Ersteindruck ist gut. Ah, ein bisschen Glück. Oh, wieder ein bisschen Glück. Muss aufpassen. Er ist dann doch ab und zu mal am schnell ranrennen. Das war einfach ein schwacher Pass. Es war ein normaler Pass, den ich spiele. Und er macht halt einen beschissenen Laufpass draus. Schöner Pass auf Coleman. Oh, wieder kommt keiner von uns rein. Fuck. Komm schon. Wir müssen noch bissiger sein, vielleicht noch. Oh, das gefällt mir nicht. Er darf nicht, wenn er so schnell drauf rennt, ohne halt mit Sinn und Verstand irgendwas zu machen, darf er nicht den Ball bekommen. Das soll. Oh mein Gott, oh mein. Nicht aufregen, nicht aufregen. Das soll da nicht hin, logischerweise. Er macht halt einfach wieder so einen ganz bescheuerten, schnellen Einwurf, den ich nicht will. Ist denn Benteke schon wieder? Warum ist denn Benteke nicht schon in der Mitte? Egal, komm. Gegner hat bisher einen gefährlichen Angriff hinbekommen und das auch nur, weil er ein bisschen Glück hatte, meiner Meinung nach. Ich mach einmal Benteke das Kopfballtor und fertig aus. Schwacher Abschluss, aber ich dachte, bevor ich hier den Konter fress. Okay, also die Endphase war nicht mehr ganz so gut. Am Anfang war ganz okay. Gegner verteidigt. Das ist wieder so ein Gegner, bisher zumindest, wo ich der Meinung bin, er macht das nicht wirklich gut, wie er aggressiv drauf rennt. Hat ein bisschen Glück teilweise, bekommt aber trotzdem die Bälle. Also in Situationen, wo ich denke, das kann nicht funktionieren, da muss er vorbeirennen. Aber darüber darf ich nicht aufregen, ist scheißegal, dann bekommt er halt die Bälle. Wir brauchen nur ein Tor, es steht 0-0. Konzentrieren, wir sind spielerisch meiner Meinung nach der bessere Spieler. Einfach konzentrieren und seine Konter nicht durchkommen lassen, Punkt. Sobald wir das Tor schießen, wird dann auch das zweite leichter, weil da muss er mehr aufmachen. Spielt, denke ich, auch relativ defensiv und auf Konter. Schön gemacht von, ich glaube, wieder Gouye. Leider nicht frei zum Schuss. Smalling hat den Ball eigentlich. Schön gemacht von Coleman. Coleman gefällt mir wirklich sehr gut als Außenverteidiger. Schön gemacht von Mané.
Oh! Er macht den Laufpass draus. Ich habe keinen Laufpass eingegeben. Ich habe ihn in den Lauf geschickt, er täuscht kurz ein und bleibt dann stehen. Oder kommt er wieder zurück? Egal, ruhig bleiben, es macht nichts. Emre Can. Warum schieße ich nicht selbst? Ich dachte halt, ich kann ein sicheres Tor machen. Egal, ruhig bleiben, war ein guter Angriff. Wir müssen nur mal frei zum Abschluss kommen. Darf wieder nicht passieren, wieder so ein. Ich renne einfach mal drauf und hab dann den Ball. Diesmal hat es zum Glück nicht geklappt. Ich wollte genau durch beide durchgehen, es hat nicht geklappt. Das hat er mal geschossen, weil ich dachte, jetzt wieder versucht rumzuspielen. Das ist so dicht, das ist so eng. Und eine Ecke ist auch nicht schlecht. Und Benteke kann ja auch mal ein Kopfballtor machen. Oder Smalling schießt einfach komplett daneben. Schön gemacht von Emre Can. Denke ich, wir langsam mal wechseln. Mané Arnautovic, neue Kräfte braucht das Land. Mache ich echt nur ungern irgendwie bei den beiden. Ich habe immer das Gefühl, die sind richtig geil. Wobei halt Dembele und Reus auch richtig geil sind. Aber die verlieren auch schneller die Ausdauer. So, jetzt konzentrieren. Komm, nochmal alles geben. Das war nicht alles. Schön gemacht von Reed. Schön gedribbelt. Schön gemacht von Smalling. Geiler Pass. Elfmeter. Oh, es gibt keinen Elfmeter, Freunde. Oh, ich glaube, eine 1-0-Führung wäre echt nicht unverdient. Ja, auf den sollte er gehen, nicht auf De Bruyne. Oh, wieder so ein schlecht rausgespielter Ball, der durch Lack dann trotzdem wieder funktioniert. So, einfach konzentrieren, konzentrieren. Wir haben noch jetzt mindestens einen Angriff. Erster Abschluss, glaube ich, von Schmeichel.
wie kann denn den De Bruyne nicht machen? Fuck! Ich habe extra nicht flach geschossen, weil ich gedacht habe, okay, du bist gerade so ein bisschen bedrängt. Vielleicht hätte ich ihn flach schießen sollen. Oh, den hätte er echt noch machen können. Man hat auch keine richtige Power mehr gehabt, aber trotzdem. Und wieder noch der Letzte. Ich dachte noch mal. Scheiße! So eine krasse Druckphase noch mal am Ende und ich krieg kein Tor. Aber egal, es ist ein gutes Zeichen für die Verlängerung, dass ich da jetzt ein Tor mache. Komm schon. Ach, dass der Bräune das Ding nicht macht, das ist echt ärgerlich. Schön gemacht, toll. Absolut unverdient. Reed hatte auch eigentlich den Ball. Schönes Lackertor. Oh, ist das ärgerlich. Aber egal, wir schießen jetzt noch eins. Wir waren auf jeden Fall der beste Spieler. Und wir schießen jetzt noch eins. De Bruyne hätte zwar das Ding machen müssen, aber wir schießen jetzt einfach noch eins. Er lackt sich einfach nur den Ballbesitz, damit kann ich leben. Das war jetzt vielleicht für mich nicht so gut gespielt. Oh, ey, fuck you! Mit deinem beschissenen... Ich muss ruhig bleiben, ich habe noch die Chance, ich darf nicht durchdrehen. Oh, weil meine Leute aber auch zu lange brauchen, was machen die denn? Ihr beschissenen Vollidioten, ey! Der rennt wie ein Spast auf mich drauf und kriegt den Ball! So unverdientes, verschissenes 2-0! Alter, ey, das gibt's überhaupt nicht. So eine Scheiße. So eine dumme Scheiße. Das gibt's noch nicht. Wie ein Vollidiot rennt er auf mich drauf. Total sinnlos. Meine Spieler müssen halt einfach mal den Ball direkt unter Kontrolle bekommen. Und nicht eine Stunde brauchen für einen Direktpass. Dann machen sie hier solche Pässe, Mann. Was war das denn schon wieder? Ja, das Spiel ist verloren. Das kriege ich nicht mehr hin. Schon wieder so ein dummer Pass. Er sollte sich drehen und dann passen. Er stoppt ihn mit dem Ball ganz beschissen und macht ihn dann so aus der Drehung raus. Oh, ey, wie wir das hätten gewinnen müssen und können vor allem. Fuck you! So eine Scheiße, Mann. Ja, ich bin emotional, ist egal. Nach dem Spiel mache ich eh erstmal eine Pause. Mir ist es nicht so schlimm. Och, jetzt geht das direkt wieder so beschissen los, ey. Das ist wieder so ein Spiel, was wir nicht hätten verlieren müssen. Boah, ey, der hat so schlecht am Ende gespielt. Ich war sowas von der beste Spieler in der Endphase. Wieso macht denn De Bruyne das scheiß Tor nicht, ey? Das ist echt so bitter. Boah, ey, halt's Maul, das kann doch nicht sein. Ich hab schon wieder lange auf Passen gedrückt.
komm schon, wir haben jetzt noch 10 Minuten fürs zweite Tor. Komm schon. Ich will jetzt von Mauern nie behindern, aber scheißegal. Komm schon, wenigstens noch das Elfmeterschießen. Von hinten rein könnte man über Rot reden. Na, ich hab nur Gelb. Aber egal, eine Flanke ist natürlich gut mit Benteke. Wo ist es denn? Hier, die 9. Komm schon, Benteke, mach ihn einfach. Oh, ich dachte echt, er macht ihn. Oh nein. Scheiße! Komm schon, Benteke, komm schon, Benteke, mach ihn einfach, komm schon. Fuck, das war's. Fuck, fuck! Scheißspiel. Vor allem bin ich von De Bruyne enttäuscht, dass er den nicht macht. De Bruyne hatte diese Riesenchance. Klar hätte man drüber reden können, ob er den vielleicht flach schießen muss, aber ich dachte halt, der ist bedrängt und wenn ich bedrängt flach schieße, dann mache ich es meistens nicht. Deswegen wollte ich ihn halt normal schießen und ich erwarte halt einfach, dass er den auch normal reinmacht, Mann. Und dann, aber nicht nur er, wir hatten am Ende so viele gute Situationen und dann lackt er sich zwei Scheißtore und gewinnt hier noch. Fuck! Und dann haben wir, dann ist noch ein Wechselspieler von, also da sieht man mal, wie schlecht der Gegner gespielt hat. Ein Wechselspieler, der nicht mal das ganze Spiel über drin war, der hat wahrscheinlich die Vorlage gemacht, der hat, ja, leider die Vorlage gemacht. Ein Wechselspieler ist Man of the Match. Muss man mal überlegen, guckt euch das an. 7,7 ist die beste Bewertung beim Gegner und ein Wechselspieler für mich hat eine Bewertung von 8,4. Der hat einfach Scheiße gespielt. Und gewinnt. Ich meine, es ist nicht das erste Mal und das wird auch nicht das letzte Mal sein in der Weekend League, aber das war halt wieder so ein Spiel, das ist wieder eins von den Spielen, wo ich sage, das war nicht so ultra knapp, dass das für beide Seiten ausgehen sollte, sondern das ist eigentlich ein Spiel, das muss ich gewinnen und mach's halt nicht. Das Einzige, worüber man diskutieren kann, ist, ob ich vielleicht ihn dann doch, da hätte flach schießen müssen mit De Bruyne, ich weiß es nicht. Aber ich habe da halt einfach schon so oft, wenn ich bedrängt den Konter fahre und habe zwei, drei Verteidiger am Nacken, einer davon war ja auch schon, glaube ich, an De Bruyne dran, dass dann einfach der Flachpass so schwach kommt und so verkackt wird, dass dann nichts wird und dann halt einfach so ein kräftiger Schlag ins lange Eck besser kommt. Klar, war es auch gut gehalten, aber wenigstens haben sich Can und Gouye gut angefühlt. Och, Mann, scheiße, direkt wieder im zweiten Spiel eine Niederlage. Aber wie gesagt, ich mache jetzt eine Pause, ich kann nicht noch eine Aufnahme machen. Also Quatsch, ich kann nicht noch ein Spiel machen. Ich mache dann die nächsten Spiele später. Oh, ist das bitter. Egal, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Und dann bin ich wieder frohen Mutes. Vielleicht habe ich mich nach dem 1-0, was in der Verlängerung war, wieder einen Tick zu sehr aufgeregt. Vielleicht war ich dann auch nicht mehr konzentriert genug, haben deswegen das 2-0 gefressen. Das kann ich jetzt gerade nicht so genau sagen. Vielleicht war ich habe mich wahrscheinlich einen Tick zu sehr aufgeregt. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich deswegen das 2-0 gefressen habe oder verloren habe und ich sonst vielleicht noch hätte gewinnen können oder zumindest den Ausgleich schieß. Aber ich denke, ich hätte ruhiger bleiben können, auf jeden Fall. Naja, was soll's. Ich habe gekämpft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.